Werner Schibalski. Ich wohne am Germania-Campus auf der Grevener Straße in einem WGM-Haus, was zum Konzern LEG gehört. Und vor 2,5 Jahren lief die Sozialbindungspflicht, die Landesregierung beim Verkauf der verschiedenen Gesellschaften unter dem Dach der LEG an Private, die inzwischen ein Aktienkonzern sind, lief die aus. Und da befürchteten wir verschiedene Mieterinnen aus dem ganzen Stadtgebiet, dass da erhebliche Probleme auf uns zukommen könnten. Leider ist es der Fall und da haben wir uns zusammengeschlossen und sind inzwischen mit 4 sehr aktiven und 5, 6 weiteren Quartieren in der Stadt hier aktiv, um Mieterinnen und Mietern der LEG in den Auseinandersetzungen mit dem Vermieter zu helfen. Ja, leider ist die Resonanz so groß, weil es erhebliche Probleme mit dem Vermieter LEG gibt. Die äußern sich in ganz, ganz unterschiedlichen Sachen. Einmal ist ihre Umstrukturierung zu einem profitablen Konzern sehr, sehr negativ für die Mieterinnen, weil einerseits die Rendite nach oben getrieben werden soll, das verlangen die Aktionäre, und andererseits die Kosten im Unternehmen gedrückt werden sollen. Das heißt, eine umfassende Digitalisierung zum Beispiel führt zu großen Konflikten. Es gibt keine persönlichen Ansprechpartner mehr, weder für einzelne Häuser noch für Wohnquartiere, und selbst für Stadtbezirke gibt es sie so gut wie gar nicht. Ein großes Problem sind die Modernisierungen, die seit Jahren laufen und auch noch so weitergehen werden, weil die Modernisierungen ausschließlich durchgeführt werden, nicht um das, was man vermuten will, das Wohnumfeld wirklich zu verbessern, sondern es ist um ihre Renditeziele von 33% von jedem Euro Miete an die Aktionäre ausschütten zu können, müssen sie Einnahmequellen erschließen. Und das funktioniert im Moment am besten durch Modernisierung. Zudem haben wir das Problem, dass viele Sanierungen innerhalb der Modernisierung versteckt werden und nur durch Widerspruch, Einspruch und die genaue Prüfung der Kosten kann dann da verhindert werden, dass die Mieterinnen zu viel zahlen. Wir sind also wirklich eine politisch-gesellschaftliche Initiative, kein Mieterverein, der Mieter also quasi mit Rechtsschutzversicherung sowas vertritt, sondern wir machen das rein nachbarschaftlich und mit der klaren politischen Dimension. Deswegen haben wir auch mit 6 Klagen relativ wenig. Wir lassen uns immer verklagen, wir klagen gar nicht selber. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass zu uns die Menschen kommen, die ein schmaleres Budget zur Verfügung haben und eben keine Rechtsschutzversicherung haben und auch keinen Beitrag für einen Mieterinnenschutzverein sich leisten können. Und deswegen helfen wir ihnen einfach auf nachbarschaftlicher Ebene, das allerdings sehr erfolgreich. Und nichtsdestotrotz, wer sich dauerhaft wehren will und sich leisten kann, der sollte zu einem der 2 oder auch 3 Mietervereine, die wir in der Stadt Münster haben, gehen. Bei uns gibt es nur nachbarschaftliche Hilfe und keine Prozessführung. Wenn jemand verklagt wird, stehen wir aber solidarisch zur Seite, sind bei den Gerichtsterminen dabei und helfen natürlich auch beim Schriftverkehr. Die LEG hat aus meiner Sicht keine richtige Rechtsabteilung, sondern lässt das alles durch eine Kanzlei und Steuerberater in Gelsenkirchen machen. Und das scheint nicht wirklich zu funktionieren, weil die Kommunikation zwischen der LEG in Düsseldorf und ihrer quasi ausgegliederten, ausgesourcten Rechtsberatung in Gelsenkirchen auch nicht immer funktioniert. So gibt es auf der Seite viele Probleme, was den Mieterinnen natürlich wieder zum Vorteil ist häufig, weil schon aus formalen Gründen sehen sie dann vor dem Amtsgericht ganz häufig schlecht aus und in mehreren Fällen zieht dann die LEG die Klage wieder zurück, spätestens nach dem ersten Gütetermin. Die zweite Miete ist kein geflügeltes Wort mehr, sondern leider soziale Realität, nicht nur in Münster, in ganz Deutschland. Die
Vermieter, die LEG, aber auch andere wie Novia oder Deutsche Wohnen, versuchen über die Mietnebenkosten zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Das geschieht bei der LEG zum Beispiel dadurch, dass sie fast alle Unternehmen, die für sie arbeiten, inzwischen übernommen hat, entweder mehrheitsmäßig oder auch komplett, sodass sich die LEG dann selbst Rechnungen stellen kann, die man dann als Mieter oder Mieterin gar nicht überprüfen kann, ob das inhaltlich auch richtig ist. Und sie stellen Rechnungen in Kosten, Rechnungen in der Nebenkostenabrechnung auf, die sie nicht belegen, auch vor Gericht nicht. Das ist zum Beispiel bei den Hauswartkosten, das ist das, was früher so ein Hausmeister war, die sind nicht mehr greifbar. Die Kosten belaufen sich um rund 50 Euro bis hoch 80 Euro pro Mieteinheit in Münster. Und eine Gegenleistung weigert sich die LEG bisher selbst auf Gerichtsaufforderung vorzulegen, was im Umkehrschluss heißt, in dem Punkt werden sie immer verurteilt und die Mieterinnen sparen sich dann die Hausfahrtkosten. Ähnliches gibt es im Bereich der Gartenpflege, des Winterdienstes, der Dachrinnenreinigung. Es lohnt sich auf jeden Fall zu wehren. Und wer keine Ahnung hat, und kein Mensch muss davon Ahnung haben, holt sich einen Termin bei uns. In den verschiedenen Stadtteilen bieten wir regelmäßig, quasi, also wöchentlich auf jeden Fall, aber viele Termine an, wo wir die Grundsatzberatung machen. Da bringt man seine Unterlagen, worum es geht, mit. Und wir bieten dann nicht nur Beratung, sondern vor allen Dingen Hilfe zur Selbsthilfe. Und das heißt, die Mieterin, der Mieter ist selbst gefordert, schreibt selber. Wenn es eine Antwort gibt, sind wir wieder da und helfen auch da, das weiter zu formulieren und ziehen das bis zum Ende durch. Und bisher kriegen alle Kosten, die sie gezahlt haben, zurück. Es ist ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, dass wir die Daseinsvorsorge völlig vernachlässigt haben. Verpflegung, Wohnen, Gesundheit, das sind alles Bereiche, die zur Daseinsvorsorge und auf die jeder Mensch, Wohnen sogar von der UNO gesichert, ein Menschenrecht hat. Und Wohnen ist in Münster für viele, viele Menschen inzwischen unbezahlbar. Und das ist dadurch passiert, dass der soziale Wohnungsbau zurückgefahren wurde, die Sozialrechtsprechung sich auch liberalisiert hat und mehr zugunsten der Vermieter waren. Und das alles nur, um die Privatisierung dieser Daseinsvorsorge voranzutreiben. Das ist der völlig falsche Weg. Das, was passieren muss, ist kleine, überschaubare Einheiten möglichst als Genossenschaft mit Beteiligung der Menschen, die dort wohnen. Eine klare Forderung von ist nicht nur LEG, auch Vonovia oder Viva West, alle kommunalisieren, sodass die Menschen, die in den Häusern wohnen, auch das Gefühl haben, dass sie dafür verantwortlich sind. Sie müssen ihnen nicht unbedingt gehören, aber sie sollten schon der Allgemeinheit gehören. Bei uns kann man mitmachen, indem man einfach auf unserer Webseite guckt, wann wir uns treffen. Im Moment natürlich ein bisschen weniger in Corona-Zeiten, aber es gibt auch Online-Meetings. Man kann einfach sagen, ich habe ein Problem, helf mir erstmal dabei. Und wir sind froh, wenn danach zum Beispiel beim Flyer verteilen, bei unseren regelmäßigen Demonstrationen gegen die LEG an der Hammerstraße vor ihrem Bezirkssitz, wenn man daran teilnimmt. Jeder kann mitmachen, man muss auch nicht LEG-Mieterin sein. Wir vertreten auch Mieterin von Vonovia und auch mal gelegentlich von der Wohn- und Stadtbau. Jeder, der sich um Miete kümmern will und der dafür eintritt, dass Mieten nicht nur bezahlbar sind, sondern vor allen Dingen auch, dass diese Konzerne zurückgefahren werden, ich sag's mal ein bisschen krass, zerschlagen werden und kommunalisiert werden, der ist bei uns herzlich willkommen.